Ich muss drei unterschiedliche Sticker fotografieren. Okay. Einen haben wir schon mal und einen zerstört von fünf. Wir erhalten Berichte über einen Unruheherd. Ein Lager wird angegriffen. Jemand in der Nähe muss einschreiten. Ja, bin schon unterwegs. Das trifft sich gerade super. Ich bin nämlich gerade hier. Guck mal hier, Jungs. Für euch. Ciao. Gute Arbeit, Brady, aber das Lager ist jetzt nutzlos. Nimm, was du tragen kannst und verschwinde von dort. Echt, das Lager ist nutzlos? Ah, ist ja krass. Das heißt, das Lager existiert da nicht mehr, oder wie? Oh, das ist ja mies. Das hätte ich jetzt mal... Hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Das Lager hier ist nutzlos jetzt? Komme ich hier rein? Wie komme ich denn... Wie komme ich denn hier ins Lager? Ich versuche mal hier übers Haus hochzukommen, dann rein... Ah, hier. Komme ich... Ah, jetzt nochmal Medipack, wenn wir nochmal eins in den Arm rammen. Zwei sogar. Jawohl, nehmen wir mit. Boah, wie cool das ist. Da liegt auch noch was. Glühbirne. Okay. Streichholzschachtel. Das ist so Wertgegenstände. Aber da reinkommen wir anscheinend nicht, ne? Ist es dann damit nur gemeint, hier oben dann das Lager, oder... Bin mir da gar nicht so sicher. Weil unter Lager verstehe ich halt Gebäude, Lagerhalle. Ne? Muss immer ein Auge auf den Himmel haben, dass hier nicht so ein Luftschiff kommt. Weißt du, die ganze Zeit, ne? Siehst du jede Menge Seeker rumfliegen. Ne? Und jetzt, wenn du einen brauchst, so wie gerade mit den Soldaten, findest du nicht einen. Nicht einen. Nicht einer. Nicht einer. Und meine Fresse, wie das aussieht. Entschuldigt bitte, das ist... Es tut mir leid. So, haben wir hier das Radio schon aktiviert? Bin mir nicht sicher. Können wir machen, wenn wir schon einmal hier auf dem Weg sind. Wir müssen eine Etage höher. Sieht doch ein bisschen so aus wie so Apokalypse-mäßig, so... Ja, Last of Us oder wie so ein Horror-Survival-Game. Die Leute sollen mal so ein Horror-Survival-Game machen, sowas hier so. Das Radio ist da oben, das gibt's doch gar nicht. Okay, wie komme ich darauf? Hier steht jemand von uns. Da komme ich nicht rauf. Hier vielleicht. Natürlich. So, 3 von 5. Stimmen der Freiheit. So. Ich halte gerade mal meine Augen auf. Wir können mal auf der Karte mal eben nachschauen. So, Karte. Hier könnten noch Gebiete sein, definitiv. Wo noch welche sind. Das heißt, in die Richtung, wo ich auch gucke. Das heißt, in die Richtung. Ich werde mich wahrscheinlich wieder verlaufen und wieder irgendwo anders rauskommen. Jetzt erst mal gucken, wie ich hier runterkomme. Unbeschadet, wohlgemerkt. Was habe ich gerade noch gesagt? Da lang war das, ne, oder? Ich gehe einfach mal. Ich... In der Hoffnung, dass es richtig ist. Ich und meine Orientierung, ne? Ihr wisst es ja, wie eine Weißbrotscheibe. Ah, oh, wie geil das einfach aussieht. Das ist... ich entschuldige mich jetzt schon wieder dafür. Es tut mir leid, dass einige Leute einfach nur meckern und immer wieder jammern. Sieht das scheiße aus, dafür bezahle ich kein Geld. Das ist teuer. Nee. Man muss überlegen, wie viele Milliarden in so ein Projekt reingeflossen sind. Da wären wir wieder beim Thema. Ist ja nicht das erste Mal, dass ich so ein Thema aufgreife. Wie viele Milliarden in so ein Projekt reinfließen, ja? Das sind ganz normale Mitarbeiter, wie du und ich, der noch nebenbei vielleicht arbeiten geht. Ja, vielleicht nicht jeder von euch, aber... Ne? Die ihr täglich Brot damit verdienen, uns ein Spiel hinzuknallen. Und wir bezahlen dafür nur läppische 60 Euro. Sag ich jetzt einfach mal. 60, 70 Euro. Und, ja, das sind Milliarden, die da reinfließen. Und dann gibt's so Leute. Guck mal hier. Salbe. Kann man nicht durchgucken. Kaufe ich nicht. Scheiße. Finde ich total. Es gibt doch viel wichtigere Dinge.
Wie gut ist das Gameplay zum Beispiel? Macht es Spaß? Macht die Story Spaß? Macht das zum Beispiel mir jetzt, wenn ich jetzt von mir ausgehe, macht mir das Spaß, hier dieses Rumrennen, dieses Erkunden? Ja, mir macht's Spaß. Klar, es gibt natürlich Leute, denen gefällt das Spiel nicht. Ist natürlich verständlich. Wichtig ist, wofür man sie einsetzt. Kamst du jetzt nur rein hier, um mir das zu sagen? Oder um mir die Gegner hier auf den Hals zu... Was? Wer? Wer? Wer schießt hier? Muss hier weg. Gib mir Deckung. Hallo. Keine Zeit. Was wollte ich gesagt haben? Ich hab's vergessen. Nice, klar. Natürlich gibt's natürlich auch Leute, die das Spiel nicht gefallen, weil vielleicht, ja, nicht, ich rede natürlich nicht von denen, also ich rede nicht von den Leuten, die sagen, das Spiel ist kacke, das Spiel gefällt mir nicht. Ich rede nicht von den Leuten, die mit Shootern nicht klarkommen oder generell sagen, nee, ich hab lieber Call of Duty. Akzeptiere ich auch, ja. Von den Leuten rede ich gar nicht. Ich rede von den Leuten, die sich sofort beschweren, wenn ein Pixel mal krumm und schief hängt, ja, oder wenn eine Textur, so wie vorhin hier mit der, bei einer Folge hier mit der Treppe, wo das hier so geflimmert hat, wo die Leute sofort aufschreien, Grafikfehler, kaufe ich nicht, spiele ich nicht. Von den Leuten rede ich. Ne, die Normalen, die hörst du auch nicht schreien. Die Normalen, so wie zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel sage, mir gefällt ein Spiel nicht, dann sage ich einfach, mir gefällt es nicht, ist nicht mein Spiel. Ne, also komme ich eh nicht mit drauf klar, zum Beispiel bei Rollenspiele. Komme ich nicht drauf klar, würde ich auch niemals und das sage ich dann auch direkt. Aber ich würde dazu nie sagen, es ist ein schlechtes Spiel, weil ich mir ja gar kein Urteil darüber bilden kann, weil ich das Spiel ja nie gespielt habe. Ja, aber es gibt dann halt so Leute, ja, ist ein Scheißspiel, Grafik ist kacke, Gameplay ist sowieso kacke, obwohl sie es nie gespielt haben. Sie können sich überhaupt gar kein Urteil darüber bilden, aber beschweren sich darüber. Und dann über ein Projekt, was Milliarden gekostet hat. Und das ist schon verdammt armselig, finde ich, ne? Also wenn dann Leute dann... So, Foto gemacht. Jetzt können wir den auch schon erschießen. Also dann lieber Leute einfach Fresse halten und fertig. Ich könnte jetzt mal gerne mein Sturmgewehr wieder gebrauchen. Das wäre ganz... Ah, guck mal hier. Und da oben ist ein Sniper. Aber wisst ihr was? Leckt mich doch. Jetzt probiere ich mal ein bisschen Flinten-Action aus. Na! Das gibt's doch gar nicht. Aua, lass das. Wer schießt denn? War das der Sniper? Kann das sein? Wir sind fast tot, fällt mir gerade auf. Das ist aber mies. So, ein Foto müssen wir, glaube ich, noch machen von einem Seeker. Aber wenn wir schon hier sind, können wir auch... Das ist immer so. Das war damals bei... Wo war denn das? Bei Far Cry war das auch so. Wenn wir schon einmal hier sind, dann können wir noch das machen. Wenn wir noch einmal hier sind, dann können wir das machen. Das sind bei Open-World-Spielen, ist es immer so. Immer kommt irgendwas dazwischen. Ah, guck mal da hinten. Ist es jetzt auf der Etage? Wahrscheinlich, ne? Ja, war klar. Aber wie cool das ist einfach hier, dass man überall rein kann. Also mir gefällt das echt. Das macht echt eine Menge Spaß. Nee, und wie gesagt, wenn wir schon einmal bei dem Thema sind, das ist, ich finde diese Aufregerei finde ich so lächerlich. Das ist genauso mit damals mit Watch Dogs gewesen. Ganz ehrlich, Watch Dogs 1, klar, es sah in den Trailern, möchte ich auch nicht bestreiten, klar. Es war High-End, es war, boah, krass, wie sehen die Trailer von 2013 aus, mega. Dabei war zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht klar, wie die Konsolengeneration, die Next-Gen-Konsolen, was für eine Leistung die überhaupt haben. Und deswegen hatten die das dann gerendert halt auf dem PC. Und das Problem war, die wussten gar nicht, wie die Konsolengeneration ist und sagen, ja, hier, das ist auf der PlayStation 4, das ist auf der Xbox One. Ja, und alle natürlich dann am Meckern, ne, weil es nicht stimmte. Aber da muss man sich aber doch ein bisschen schlau machen und nicht sofort losbrüllen und sagen, ihr habt uns beschissen. Klar musste man die Grafik runterschrauben, aber es gab auch einen Grund dafür. Na? Aber dann sofort, dann anfangen zu brüllen. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Sofort anfangen zu brüllen ist natürlich, man... Wie geht der Spruch nochmal? Man schreit immer so in den Wald hinein, wie es rauskommt. Ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Wie komme ich denn bitte auf den Kran?
Es gibt da irgendwie so einen tollen Spruch. Ich komme da jetzt nicht drauf. Ich weiß jetzt nicht, wie der geht. Kann ich den Headshot geben? Scheiße, fuck. Pixelgenau schießen mal wieder. Ist das noch der Kopf? Ja, doch. Aber der ist noch nicht down. Wo ist er denn? Der lebt auf jeden Fall noch. Der hockt da, glaube ich. Ja, da hockt er. Aber der rückt seinen Kopf gerade nicht raus. Ich würde gerne wissen, wie wir... Seht ihr, und schon sind wir wieder an einer anderen Position des Spiels hier. Und wollten eigentlich da hinten irgendwas aktivieren. Also da so. Und wollten da hinten hin, weil wir noch Seeker fotografieren wollten. Und sind jetzt schon wieder hier. Und sowas mag ich, wenn Spiele mich so ablenken. Weil es so voll ist. Ah, hier, die M9. Ach, die Waffe ist das, die Pistole, die M9. Ah, okay. Aber ich frage mich, wie wir darauf kommen sollen, um den zu looten. Da kommt man bestimmt von dem Schiff irgendwie da drauf, wahrscheinlich. Wahrscheinlich irgendwie da drauf klettern und dann da. Naja, egal. Ah, guck mal an. Hey, wartet, Jungs. Wartet auf mich. Ich will Foto machen. Wartet. Ich will ein Foto machen von euch. Warte. So. Kann ich jetzt mal eben... Na. Hallo. 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 Nein. Na. Ach. Wo ist der andere Seeker hin? Verdammt. Hätten wir nämlich schon... Parrish, hör zu. Wir haben einen Unruheherd. Die Norks greifen ein Lager an und die Leute drinnen können nicht raus. Sie werden sterben, wenn keiner rechtzeitig... Ja, ich habe gerade auch hier ein bisschen zu tun. Tut mir leid. Ich habe gerade ein bisschen hier zu tun gehabt. Hatten wir jetzt die... Ich glaube, die Mission haben wir abgeschlossen mit dem Fotografieren, ne? Aber die Mission mit dem Erschießen noch nicht. Ich glaube, da fehlen uns noch 3 oder 2. Nein, ich will jetzt erst... Das ist unglaublich. Da startet jetzt eine Mission. Hier müssen wir auch noch was tun. Ich bleib jetzt hier. Ich, Ah, guck mal an. Hallo, mein Freund. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen heilen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Und werde gleich mal... 4 von 5. Ein Seeker müssen wir noch erledigen. Ja, Geronimo! Ciao, Jungs. Ich habe gerade keine Zeit für euch. Ich muss euch erledigen. Ah, wie geil, dass sie nicht wussten, dass ich jetzt da war. Wie cool. So, ciao. Ciao. Das war's, ne? Ich glaube ja. Hat denn einer hier auch mal einen Gesundheitspack dabei oder so? Was? Alter! Willst du mich verarschen? Wo kommt der denn her? Wo kommt der denn auf einmal her? Du siehst doch, dass ich deine toten Freunde gerade ausraube. So. Hätte ich mal das Fass hier genommen, das sehe ich jetzt erstmal. Wäre bestimmt lustig geworden. Aber heilen sollte ich mich echt. Also das hier mit dem... Boah, das mit der Lebensanzeige, ey, da muss ich echt im Auge behalten immer. Und ich kann mal, wenn wir schon dabei sind, ein paar Bömmchen bauen. Und nochmal einen Molly auswählen. Ich glaube, ich werde mal... Boah, guck mal, wie viele Ressourcen wir haben. 2 Batterien, 6 Chemikalien, 2 Treib... Treibladungspulver und Zündvorrichtung, 6 Stück. Boah, krass, wir sind so gut ausgerüstet. So. Als nächstes werde ich gleich dann, wenn wir das mit dem Seeker durch haben, wieder wechseln auf neuer Wachposten. Wiederhole! Wir wurden auf dem Weg zum Unterschlupf angegriffen. Wir konnten ihnen ausweichen, aber unser Boot ist gekentert und das Radiozubehör, das wir dabei hatten, wurde überall verstreut. Wir brauchen sofort Unterstützung, um das Zubehör zu sichern. Bitte schickt Hilfe! Scheiße, kann mich irgendwer... Auf welchem Kanal läuft das? Wenn das jemand hört, das Zubehör für die Radiosender liegt an der Küste verstreut. Die Norks sind unterwegs. Schickt Hilfe! Ich...
wiederhole, schickt verdammt nochmal Hilfe! Okay. Hol die ruinierten Pakete zurück. Okay. Für den Radiosender wahrscheinlich dann. Das ist schon wieder eine andere Mission, das gibt's gar nicht. Wir sind hier nur im Missionsrausch, das ist unfassbar. Wir sind sowas von im Missionsrausch. Eine Mission jagt die andere quasi hier. So. Eine Mission jagt die andere, das ist... Ah, guck mal da hinten. Hallo, ich komme schon. Hallo mein Freund, ciao. Wo ist dein Seeker? Da ist dein Seeker. Na! Wo ist er? Na! Das gibt's nicht, wieso haut der ab? Bleib stehen! Ich rede mit dir! Jetzt haut der einfach ab, oder was? Das gibt's doch nicht. Ich glaube, die wissen, dass wir die auslöschen wollen. Ciao! So, hab keine Zeit. Achso, der muss jetzt speichern. Oh, dieses Speichern nervt aber ab und zu ein bisschen. Dass er dann so lädt. Also zwischendurch, dass er ein bisschen so sich festhängt mit dem Laden. Ich glaube, wir müssen hier rauf. Wegen einem Radio. Kann das sein? Na. Unerlaubte Zivilisten. Wo müssen wir denn hin? Wo ist denn das Radio hier? Ist das hier? Natürlich, das Radio ist irgendwo oben. Den haben wir hier. Hier liegt noch jemand. Er hat es gemütlich gemacht hier. So, und es ist Tag geworden, man sieht's und... Ist das schon gar nichts mehr. Ich überlasse euch das einfach, die Eindrücke. Natürlich, wie soll ich denn... Das ist jetzt nicht euer Ernst. Weil ich will schon die Radiosachen will ich schon mitnehmen, weil das sind ja so Nebensachen und das loot ich ganz gerne mit, wenn ich schon einmal dabei bin. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht hier einfach durch so ein Gestrüpp durch. Yeah, geil. 4 von 5. Ein Radio müssen wir noch finden, dann haben wir das durch. Geil. Freue ich mich ein bisschen. Und hier ist, glaube ich, auch schon das Radio, oder? Ja. Ah, hier waren wir schon mal. Ich entsinne mich. Als wäre es gestern gewesen. Na, wisst ihr, wo wir sind? Wir sind in der Zuckerfabrik wieder. Wir sind wieder an der Zuckerfabrik. Und das Radio ist irgendwie da oben. Und ich weiß immer noch partout nicht, wie ich da hinkomme. Aber erstmal werde ich jetzt hier... hallo? Erstmal werde ich jetzt hier die Waffe wechseln. Denn... Wir sind ja soweit mit der Mission durch. Haben da nochmal Munition aufgefüllt. Wir können aber, apropos, ich schon einmal hier bin. Warte mal. Aufsätze ist Quatsch. Kleidung. Verringert die Schrittlautstärke um 50%. Ist geil. Kostet 750 Knieschoner. 50% schnellere... Duckgeschwindigkeit und 30% erhöhte Rutschreichweite. Ich würde aber gerne nochmal ein Medipack, obwohl ein Medipack finden wir ja eigentlich auch gut, ne? Komm, wisst ihr was? Wir gönnen uns mal die leichten Stiefel. Die habe ich jetzt wahrscheinlich auch an, ne? Genau. Wir gönnen uns die leichten Stiefel jetzt einfach mal. Stiefel Steffi. Im Übrigen, Stiefel Steffi gibt es eine ganz tolle Geschichte zu. Ja, möchte ich aber jetzt hier nicht erläutern. Hat was privat zu tun. Mit einer ehemaligen Freundin. Was? Dein Rucksack ist für... Verkaufe Sachen bei einem Händler in der Nähe oder verbessere deine Tagkapazität. Das kann ich doch hier machen, oder? 195 bringt. Bracht das nur, obwohl mein Rucksack voll ist? Willst du mich verarschen? Das ist doch irgendwie... Okay. So. Kann ich denn... Ich versuche mal hier rauf zu kommen. Okay, nein, das klappt nicht. Hier vielleicht. Weil ich würde gerne das Radio holen. Und wir weichen schon wieder ab von dem, was wir eigentlich tun wollten. Ich weiß es selber. Boah, geil. Alter, sieht das geil aus. Ich habe das nicht gesagt. Das war mein Nachbar.
Hast du wohl. So. Das Radio ist noch höher. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, guck mal, wir haben auch im Kran gekommen, wahrscheinlich bei dem Sniper. Das Licht hier irgendwas? Was ist das denn? Ist es in der Textur? Ah, ist ja krass. Was für geile Details es hier gibt. So, wie komme ich denn jetzt noch höher? So, geht's denn? Hallo? Ah, hier. Aha. Ist also hier das Dock. Ich glaube nicht, dass das alles ist an der Karte. Ich schaue nochmal eben ganz schnell. Ich wollte nochmal auf die Karte geguckt haben. Na, bist du... Hab ich hier... Hab ich empfangen? Hab ich empfangen? Warte mal. Dietmar, ich... Huch, hallo? Wer? Was? Wo? Wo denn? Alter, willst du mich verarschen? Da hinten oder was? Willst du mich... Ich glaub das ja wohl. Wo war der denn? Der war doch vorhin nicht da. Wollte ich gerade einen Witz machen? Unfassbar sowas. Man glaubt's ja gar nicht. So, warte mal. Nein. Bin verwirrt. Dietmar! Dietmar! Ich hab keinen Empfang! Ich hab keinen Empfang! Oh, 7 Uhr haben wir. Am Freitag. Das wäre schön, wenn wir Freitag hätten. Dann wäre das jetzt genau die Aufnahme vor der Let's Play Live Show, vor dem Stream. So. Ah, seht ihr? Das ist nur ein Gebiet. Wir kommen hier noch überall hin. Oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Da kommt noch so viel. Oh Gott, da wird noch so viel kommen. Da wird noch so viel kommen. Ich glaube, wir müssen hier lang, ne? Kann das sein? Ja, das sieht ganz gut aus. Na, ist da was drin? Oh. Hier ist das Radio. Oder? Das ist doch... Doch. Yeah! Hat sich hier vom Genfer Protokoll gehört? Es war ein Abkommen, das irgendwann in den Jahren 1925, 1930 unterzeichnet wurde und den Einsatz von Giftgasen in Kriegen verbietet. Trotzdem habe ich etliche Freunde verloren, die an von der KVA abgeworfenen Giftgas gestorben sind. Ich glaube, der Rest der Welt weiß nichts davon oder kümmert sich nicht darum, dass die KVA schamlos Menschenrechte verletzt, die seit 100 Jahren gelten. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Stimmen manchmal so ganz klein wenig dumpf wirken. Also die gehen manchmal so ins Dumpfe rein, was sehr, sehr, sehr merkwürdig ist auf einmal. Und dann rücken die so ein bisschen im Hintergrund. Ich mach mal eben nochmal die Musik ein bisschen. Die Musik ist ein bisschen... Machen wir die mal auf 85. Ja, machen wir die mal auf 80. Weil die übertönt ganz schön so... Gott sei Dank gibt es den Widerstand. Wir werden uns für jede alte Frau, die von den Norms ein Paar mit einer Pistole übergezogen bekommt, für jeden unschuldigen Passanten, auf den sie herumhacken und den sie brutal behandeln, rächen. Und unsere Vergeltung kommt schnell, brutal und unerbittlich. Sie werden bluten. Sie werden brennen. Jetzt war es wieder gerade ein bisschen klar und dann wieder verschwommen. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist. Auf jeden Fall, sehr, sehr cool. Das sind auch so Nebengeschichten, die man da noch hören kann. Habe ich ganz vergessen, meine anderen Radios mir anzuhören. Entschuldigt bitte, habt ein Nachsehen mit mir. Wie gesagt, ich bin alt. Ne? Ich werde ja auch nicht jünger. Hey, cool, unser Schatten. Ich würde gerne mal wissen, wie wir aussehen. Even Brady. So, dann gehen wir mal nach unten. Oh mein Gott, wir haben unser Sturmgewehr wieder. Dann machen wir mal im Übrigen die Nebenmission und keine Hauptquest. Wer liegt... Oh, guck mal hier, riech mal. Quante. Entschuldigung. Es geht manchmal mit mir durch.
Hallo Jungs. 5 Dollar dabei gehabt. Auch nochmal 5 Dollar. Das sind schon mal 10. Guck mal an. Apropos, nein, ich drücke mal auf Option für die Mission. Ich wollte mal gucken wegen Mission jetzt hier. Die Mission ist gerade aktiv, ne? Hol die ruinierten Pakete zurück. Und hier ist auch nochmal eine andere Nebenmission. Die aktiviere das Kühlsystem. Erobere die Axon-Garage in Elementary zurück. Und das ist hier unsere... Das ist unsere Nebenquest. Achso, mit der M9. Genau, da sind wir ja dabei. Und das ist unsere Hauptquest. Treff Ned Flanders in der gelben Zone von Earlston. Das ist eigentlich unsere Aufgabe. Ja, wie gesagt, ihr könnt mir das mal... Oh, wie geil diese Textur hier ist mit dem Blenden.